Get to the chopper! Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute nicht nur ein Gameplay, sondern auch ein Aufruf an euch, denn ich möchte, dass ihr euch mal das Game Kitchen Island VR anschaut. Es ist momentan auf Kickstarter und die deutschen Indie-Entwickler suchen Unterstützung auf Kickstarter und ja, da kommen wir ins Spiel. Ich habe es auch schon unterstützt, weil ich möchte VR unterstützen. Deshalb habe ich damals den YouTube-Kanal gegründet, um VR weiter zu verbreiten, weil es niemand kannte, den ich so im Umkreis hatte. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, du gründest jetzt auch einen Kanal und verbreitest VR. So, und jetzt möchte ich auch deutsche Entwickler unterstützen, denn die glauben auch an VR, genau wie wir. Und ich denke mal, jeder hat, egal, wenn es nur ein Euro ist oder 5 Euro, 10 Euro, 90 Euro, ist egal. Wenn ihr denkt, okay, ich möchte diesen Entwickler unterstützen, ich finde das Spielprinzip auch eventuell cool, dann ja, würde ich mich echt freuen und die Entwickler würden sich mit Sicherheit auch freuen. Also überlegt mal, ob ihr ihnen noch ja, eine kleine Unterstützung über Kickstarter zukommen lasst. Der Entwickler sucht 2500 Euro und es sind momentan 862 und komm Leute, wir schaffen das noch. Bis zum 2. November haben wir noch Zeit und ja, so kann der Entwickler den Traum verwirklichen für ein echt cooles Game, meiner Meinung nach. Mehr so ein Fun-Game. Und ja, um was geht es sich? Wir sind auf einer Insel, wir haben da eine Kochstation, sage ich mal. Und ja, die Level ändern sich auch immer wieder. Und wir kriegen immer Aufträge, was wir machen sollen. Burger, natürlich welche mit Käse, Tomate, Fleisch, nur Fleisch. Dann kommen noch Pommes dazu. Und ja, je nach Ziel, was wir im Endeffekt am Ende bei Kickstarter erreichen, kann noch so viel mehr dazu kommen. Und ja, das ist nur ein Alpha-Gameplay, was ihr hier auf meinem Kanal jetzt gesehen habt oder gleich sehen werdet. Und ja, von daher, es läuft eigentlich relativ gut und stabil. Steuerung müsste so ein bisschen noch gefeilt werden daran, aber ansonsten finde ich das super. Ich habe jetzt Teleport benutzt, weil ich mit dem Free Locomotion jetzt nicht so wirklich klar kam, weil da auch kein Snap-Turn bei war. Und, aber das sind alles Sachen, Feinabstimmungen, die werden am Ende des Spiels, wenn das Spiel fertig ist, werden die auf jeden Fall eingefügt in den Optionen. Und ja, der Entwickler hat auch einen Discord, den werde ich unten in die Beschreibung verlinken. Da könnt ihr auch gerne Fragen stellen und da gibt es auch eine Demo zum Runterladen, die ich jetzt auch habe. Die könnt ihr dann auch mal testen. Es soll auf Steam VR für alle Brillen erhältlich sein. Es soll in den Oculus Store kommen, da kann man dann mit ja, Rift oder Quest zocken. Crossplay soll zur Verfügung stehen, also dass ich Steam VR mit Oculus User zusammen dann, dass man spielen kann. Und ja, momentan ist, glaube ich, ein Zwei-Player-Multiplayer geplant und ja, alleine ist es echt, wird stressig, mit Sicherheit zu zweit auch, aber zu zweit macht es dann natürlich viel mehr Spaß, wenn man sich die Aufgaben so ein bisschen einteilen kann. Und ja, dann kann man mit Sicherheit lustige, ja, lustige Games, Gameplays mitmachen, denke ich mal. Da kann ich mir vorstellen, dass man da den einen oder anderen Livestream mitmacht. Ich glaube, das wird witzig. Ja, Leute. Gucken wir uns einfach mal kurz die Kickstarter-Kampagne an und danach geht es auch direkt ins Gameplay. Und hier sind wir auf der Seite und ja, ihr seht, ich habe jetzt erstmal 20 Euro beigetragen. Mir geht es finanziell auch nicht mega gut, also ich habe jetzt nicht zu viel Geld, von daher ist 20 Euro auch viel für mich. Aber wie gesagt, ich möchte den Entwickler unterstützen und ja, wie wir hier sehen, der Entwickler kommt aus München. Und echt 2.500 Euro ist jetzt nicht zu viel verlangt. Und ja, ihr bekommt ja dafür auch was. Und was wir bekommen, das könnt ihr euch dann hier anschauen. Ne? Es geht sogar so weit, ich glaube für 120 war es, dass man einen eigenen Charakter bekommt im Spiel. A very special golden character in the game. Also wäre natürlich cool, wenn so ein Charakter von mir da rumlaufen würde, aber 120 Euro ist mir leider auch echt zu viel. Von daher musste ich da passen. Für 90 Euro gibt es den auch noch. Ne? Irgendwo stand es auch noch mal irgendwas. Auf jeden Fall guckt euch das Ganze an. Wie viel möchtet ihr
Ja, oder wie viel könnt ihr abgeben, unterstützen? Und ja, und wenn es nur ein Euro ist, ist es nur ein Euro, aber vielleicht hilft der am Ende auch, um das, um die Kickstarter-Kampagne hier ja, zum Ende zu bringen, ne? Wie gesagt, ich werde es unten in die Beschreibung verlinken. Guckt euch das an. Hier sind die ganzen Stretch Goals, die noch ja, möglich sind zu erreichen, aber in den paar Tagen, die wir haben, wird das natürlich erstmal schwierig werden. Und hier sehen wir es auch, ist für Oculus Quest, Oculus Desktop und Steam VR. Und ja, es klappte echt gut. Also die Steuerung klappte ganz gut, außer das Movement jetzt. Aber gut, wenn das einmal angepasst ist für Free Locomotion, dann wird es mit Sicherheit auch besser laufen. Ich bin immer irgendwie mit der Wand kollidiert. Das passte nicht ganz gut bei mir hier. Aber ansonsten hat es mir schon Spaß gemacht. Im Singleplayer ist das natürlich jetzt, ja, ist witzig, aber ich denke mal, zu zweit wird es noch viel witziger werden. Und ja, man kann sich am Anfang hier so Charaktere aussuchen, welche Schürzen man haben will und so weiter. Das habe ich euch jetzt im Video nicht gezeigt, aber das kann man dann halt auch auswählen. Und man hat ein kleines Tutorial, was ich hätte besser bis zum Ende spielen sollen. Das seht ihr aber gleich. Und ja. Ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange um den heißen Brei oder um den heißen Burger und los geht's mit dem Gameplay. So Leute, hier sind wir in Kitchen Island VR und als allererstes möchte ich nochmal betonen, es ist hier eine ganz frühe Alpha-Version. Es ist nur, um zu zeigen, wie das Spielprinzip aussehen wird und der Content wird natürlich noch viel, viel mehr und dafür brauchen die Entwickler natürlich Geld. Und deshalb die Kickstarter-Kampagne, deshalb dieses Video hier. Ich möchte den Entwicklern helfen. Und ja, deshalb versuche ich jetzt hier mal so ein bisschen was zu zeigen. Und ja, es können immer noch Bugs auftreten. Es läuft noch nicht alles so super flüssig und gut. Eben bin ich mal ganz kurz weggeflogen. Aber das ist ganz normal in der Alpha, dass Bugs da sind. Es soll halt auch nur jetzt das Spielprinzip wirklich zeigen. Wir haben hier die Options. Und hier kann man Teleport Left, Teleport Right, also hier Right, Left. Free Locomotion hat mir noch nicht so zugesagt, da fehlt mir noch das Wechseln links-rechts, wo ist Snap-Turn, wo ist die Bewegung, das fehlt mir noch, also Links-Rechtshänder. Deshalb mache ich jetzt hier erstmal Teleport Left. Und ja, es wird auch Multiplayer geben und wir spielen jetzt aber erstmal den Singleplayer. Es wird Crossplay geben zwischen Steam VR und Quest oder Oculus-User. Singleplayer und wir spielen direkt mal eine Mission. Ich habe eben nur mal ganz kurz was gebaut und gezockt, aber ich bin jetzt nicht wirklich gut, von daher hab Mitleid mit mir. So, jetzt geht's los. Look, I have a new recipe. Einmal Fleisch und einmal Tomate. So, Tomate hacken wir dann schon mal. Zack, 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 zack. So, das haben wir schon mal fertig und jetzt müssen wir Fleisch machen. Fleisch ist hier. Super, als Vegetarier muss ich hier Fleisch machen, ne? Unglaublich. Was tue ich nicht alles für VR? So, schönes Patty. Dann brauchen wir noch ein Brötchen. Zack. Have a new recipe. Das müssen wir jetzt anbraten. Und dabei bin ich eben komplett weggeflogen. Warum auch immer. Okay, wir haben eine neue. Ich glaube, im Multiplayer macht das richtig Spaß. Könnte lustig werden. So, jetzt haben wir den fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den hinbringen muss. Hier. Also das fehlt mir jetzt noch. Wo? Hab nicht aufgepasst, ne? Ach, ja, hier sind die fertigen Produkte. Denke ich mal. Hey, I got a new recipe for you. Oh, jetzt wird's hier aber echt. So. Können wir direkt schon mal mehr Fleisch machen. Komm, komm, komm. Aber der ist nicht abgearbeitet, ne? Warum?
Warum ist er nicht abgearbeitet? Ich verstehe es nicht. Kommt er doch hier hin? Ja, nimm. You need to hurry up. Ich weiß. Ich weiß. Chaosküche hier. Komm. Fertig? Next one. Der wollte nur Fleisch drauf haben. Das ist gut. Das kriegen wir hin. Sollte schnell gehen. Bringen wir da auch unter. Und dann haben wir noch einen, den mit Käse. Käse. Käse, Käse, Käse. You need to hurry up. Ja, ja, ja. Ich weiß. So, Käse und Fleisch. Oh Gott. Notabschaltung. Ja, den können wir wegschmeißen. Und für die Fische machen wir nochmal was hier. Aber wie ihr seht, absoluter Noob hier. Käse hatten wir. Ich hole nochmal ein Brötchen. Brötchen, Brötchen. Ja, hier muss man ein bisschen. No, no, no. Incorrect. Come on, hurry up. Nein! Ach, ist es denn? Na komm. Keine Ahnung, ich mache irgendwas falsch. Oder muss man die... Muss man die fertig da hinlegen? Hey, I got a new recipe for you. Warte, wer war? Ist ja egal. Oh, ah. That was incorrect. Okay, Leute. Jetzt no, weiß ich. No, no. Incorrect. Jetzt weiß ich, wie es geht. Aber war lustig. So, wir machen jetzt nochmal Restart. Ich will einmal hier richtig spielen. Ja, ich hätte das Tutorial zu Ende spielen sollen, ne? Merkt euch das? Tutorial ist ganz wichtig. So, hier sind die Teller immer. Das heißt, man kann sich hier schon mal Teller holen. Und auch hier schon mal hinpacken, ne? Fleisch. Die wollen immer Fleisch nur, die Leute. Jetzt sind wir aber besser gerüstet, oder? So, das Brötchen. Der wollte nur Fleisch haben, dann holen wir jetzt nochmal Salat schon mal. Kommt bestimmt auch gleich noch. So. Look, I have a new recipe. So. Gleich. Zack. Very nice. Und tschüss. Na gut, das Free Locomotion wäre hier natürlich besser. Aber wird es natürlich noch geben, ne? Ich konnte aber eben beim Free Locomotion nicht einstellen, ob ich Snapturn dann bei haben will. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, ist eine Alpha-Version. Kann man mit leben. Hey, I got a new recipe for you. Ich denke mal, die Wünsche werden natürlich später noch new berücksichtigt. Oh. So, wo war Fleisch hier? Perfect. So, der will jetzt Käse. Käse, Käse. Wieder ein Patty machen.
Patty Patty. Das geht schnell. Hey, I got a new recipe for you. Okay, Tomate. Jetzt warte ich aber erst. Schon nochmal hier. Schnell den Teller. Zack. So, der wollte Tomate und Fleisch haben. Das ist kein Problem. Tomate, Fleisch, so. Perfect. Nur Fleisch, okay. Hier voll die Sonne und wir lassen die, das Ding auf, ne? Nur Fleisch. You need to hurry up. New recipe coming in. Komm, den haben wir jetzt noch, oder? Very nice. Okay. Der wollte Salat haben, Käse. Käse haben wir, Salat haben wir. Brauchen wir noch Fleisch? Na komm. Hier will auch keiner mal einen vegetarischen Burger, ne? Komisch. Na komm. New recipe coming in. Es wird stressig. Oh, ja, ich werde auch hungrig, wenn ich hier alles zusammen baue. Zack, zack. Komm. So, hier, du warst es, ne? Well done. Salat? Na komm. Zack, zack, zack. Salatkäse. Käse. Ganz feine. Feine Scheibe Käse. New recipe coming in. Könnte ja echt einer stehen in Multiplayer und die ganze Zeit Burger Patties machen. Warte erstmal, ich hole schon mal einen Teller. So, zack. So, der wollte Salat, genau. Nimm den Teller, ja. Well done. Nur Fleisch? Nur Fleisch sollten wir noch irgendwie hinkriegen, oder? Ah. Hurry up, people are getting hungry. Also bis auf Movement, was mich so ein bisschen stört, läuft echt gut, muss ich sagen. Look, I have a new recipe. Der wollte nur Fleisch haben, so. Well done. So, da haben wir Käse. Ich bin wieder zu nah an der Wand hier. New recipe coming in. So, okay. Super. Hat gut geklappt. Dankeschön. Dankeschön. Get to the chopper. I get to the chopper.
So, haben wir noch eine Mission oder war das das schon? Noch eine Insel war doch eben da, ne? So, jetzt gucken wir uns die Insel noch an. Mal ganz kurz. Spiele ich jetzt nicht zu Ende, aber... Na, guck mal. Da sind Kartoffeln. Da ist eine Fritteuse. Also die Sachen werden auch immer umfangreicher. Und natürlich ist es dann nachher cool, wenn man dann mit wirklich mehreren Leuten, einer kümmert sich da um die Ecke, wie halt im Restaurant, ne? Also. New recipe coming in. Ich schneide jetzt hier erstmal so einen Salat ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Ah, jetzt hänge ich wieder hier an der Wand. Also ich brauche echt Free Locomotion. Mit Teleport komme ich gar nicht klar. So, wo haben wir... So, Brötchen. Teller. I got a new recipe for you. So, der wollte Käse noch haben. Der will Salat und Pommes, Käse. Ah, jetzt habe ich gecheatet. Pommes will der haben auch noch. Zack. Ich mach Pommes. New recipe coming in. Na komm. Der wollte das haben, ne? Ja. Perfekt. So, der will nur Fleisch haben, okay. Nur Fleisch. Nein, nicht nur Fleisch, sondern auch Salat. Salat kriegst du. Look, I have a new recipe. Und Pommes will der wieder haben. Hurry up, people are getting hungry. Ja, ich, wie eben schon erwähnt, ich habe auch Hunger. So. Ah. Das passiert mir nur, wenn ich Teleport benutze, sowas. Aber ist nicht das Problem vom Spiel, sondern meins. So, du kriegst gleich deine Lieferung. Kein Problem. Very nice. Aber das schafft man nicht mehr. Salat und... Salat haben wir noch? So? Pommes ist das Problem, ne? New recipe coming in. Das war klar. Das brennt wieder. Lichterloh. Hier für die Möwen. That was wrong. Sorry. Hurry up. So Leute, ich höre jetzt hier mal auf mit dem Video. Soll nur ein kurzes Video geben. Ich wollte mal kurz zeigen, um was es sich hier geht. Und ja, ihr seht, also ich finde es echt cool, echt nice gemacht. Und alleine macht das natürlich noch nicht mal halb so viel Spaß. Ich denke mal wirklich im Koop, das sind die Stärken von dem Spiel hier. Und ich hoffe, dass die Entwickler ihr Ziel erreichen und das irgendwie noch schaffen. Es sind nicht mehr viele Tage bis zum 2. November. Und ja Leute, wenn ihr noch ein paar Groschen oder Cent übrig habt, dann spendet die doch bei Kickstarter und unterstützt somit den Entwickler hier.
Würde mich echt freuen, wenn wir das zusammen gemeinsam packen, hier die 2.500 Euro zusammenzubekommen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video hier. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen und nicht vergessen, dieses Spiel hier zu unterstützen. Dankeschön, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.